Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. So, hier sind wir stehen geblieben im letzten Part. Und, au! Wir sind hier jetzt echt schon im zweiten Part an diesem Samstag. Das heißt, ich muss 5 Parts für dieses Wochenende vorproduzieren. Weil Freitag, Samstag 2, Sonntag 2. So, Freunde. Wenn wir hier jetzt in die Mitte gehen, müssen wir die erst aktivieren? Müssen wir die erst aktivieren? Was? Hast du nicht mitgerechnet, wa? Hast du nicht mitgerechnet? So. Da kann ich nicht rein, da kann ich nicht rein. Aber da kann ich rein. Lala. Kann ich die Dinger wegziehen? Ja, wahrscheinlich, ne? Aua. Zeige mit dem Zeiger auf den Bildschirm. Oder war hier irgendwo was, was wir abschießen müssen? Hier müssen wir rein. La 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 la. Wie ging das hier nochmal? Ja. Ja, mit dem Zeiger auf dem Bildschirm. Was? Ah, die kann ich jetzt greifen. Warum aber die anderen nicht? Oh Gott! Okay. Was? Und nächste. So. Dann du. Scheiße daneben. Na. Jetzt. Ach, komm schon. Was? Jetzt du. Yes. Du. Jetzt gerade laufen wir zur Höchstform auf. Jawohl, ja. So, dann gehen wir erstmal in die Richtung hier. Boah, hier ist eine Fliege die ganze Zeit an meinem Fuß, ne? Das ist so nervig. Oh, was haben wir hier? Luchenmama auch hin. Ah, die dritte Corona. Like I thought. Da bist du ja endlich. Ich wusste, dass du kommen würdest. Das hier ist das letzte Fragment des Schlüssels. Nimm es und setze die 3 Fragmente zusammen. Ja! So, hier ist bestimmt der Kompass jetzt, ne? Saumäßig spät. Aber immerhin, wir kriegen ihn. Hm, Kompass? Nee! Ein Rubin? Wo ist denn hier der Kompass? Haben wir echt den Kompass übersehen? Leute. Das würde mich jetzt mal interessieren. Haben wir echt den Kompass übersehen? Ich glaube es gerade nicht. Oh, kennt ihr das von Harpe Kerkeling, Kaffeekorten? Das ist so cool. Das ist so cool, Kaffeekorten. Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. So, wir gucken uns jetzt aber hier erstmal überall um. Natürlich, ich will ja alles holen hier. Ne? Ja, klar. Ja, hallo. Und nach dem Part werde ich mal eben fix gucken, wo hier der Kompass sein soll. Weil ich will den Kompass haben. Aber Karten sind was für Zelda-Noobs. Ja, ist okay. Ich bin halt ein Zelda-Noob. Ganz einfach. So. Ist hier vielleicht der Kompass drin? Tatsache. Da ist der Kompass drin. Das habe ich jetzt schon vorher gewusst. Also, ne? Und Rolli! So, wie müssen wir denn hin? Da nicht. Da müssen wir lang. So. Bim, 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 bim. Oh, hallo. Netter Raum. Oh, erstmal hier alles kaputt hauen.
So, erstmal hier alles kaputt machen. So und so. Das ist halt ein bisschen doof mit Pfeil und Bogen hier. So. So, 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 so. Jetzt einfach hoffen, dass hier irgendwo Pfeile sind. Jawohl. Hier können wir nicht längs. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Pfeile? Pfeile? Keine Pfeile. Okay, Jumps. Wow. So. Ja, der nächste wird dann schon ein bisschen stressiger hier. Was? Und. Was? Und. Was? Sehr schön. Dich noch hier, ey. Dich noch hier, ey. Zack. Und zack. Ach, das ist ein Dodongo. Wie ich das nicht gesehen habe. Nein, Pfeile, 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 Pfeile. Fies. Ein blauer Rubin. Er ist 5 Rubine wert. So. Aber hier haben wir doch bestimmt Pfeile. Nee, hier haben wir einen Haufen Herzen verschwendet gerade. So. Okay. Kling. Else Kling. Ach Leute. Haben wir eigentlich schon alles in die... Nee, hier hinten halt noch nicht, ne? Aber da kommen wir ja jetzt erst noch hin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da ist der Boss. Hier sind wir. Hier müssen wir raus, dann wieder hier hoch. Die Kiste hier holen. Ne? Hier nach oben. Die Kiste hier holen. Dann hier rüber, da runter und dann zum Boss. Da wissen wir Bescheid. So. Sehr schön. Pfeif jetzt auf den Dodongo, der da oben ist. So. Hier haben wir eine Kiste. Ist wahrscheinlich ein Schlüssel drin. Nee, nochmal ein violetter Rubin. Alles klar. Oh. Das finde ich halt cool, wenn keine Rubine mehr in unsere Geldbörse passen. Dann lässt er die Kiste geschlossen. So, ich mal gucken, wie komme ich denn darüber? Nein! Daneben! Jetzt will ich mal wissen, zieht mir das echt 2 Herzen ab? Tatsache. Das zieht mir echt 2 Herzen ab. So. Alles klar. Diesmal. Okay. Wow. So. Alles klar. Wo müssen wir denn jetzt nochmal genau hin? Wir müssten eigentlich nach oben raus. Oh, wo kommst du her? Yay. Okay. Nein, ah, fuck it. Okay. Jetzt aber wieder raus. Oh Leute, es ist so fucking laut gerade. Es ist... Ich kann es einfach nicht leise machen. Das ist zum Kotzen.
So. Fischi! Sehr schön. Ne, wir müssen eindeutig... Ach, diesmal muss ich ja den beschissenen Weg nicht gehen. Aua! Diesmal muss ich ja den beschissenen Weg nicht gehen. Fischi! Na dann nicht. Oh, watz, 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 aua! Watz, 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 watz. Sehr schön. Na. Und zack. Und zack. Nein. Jawohl. Erscheint hier jetzt irgendwas? Passiert hier jetzt irgendwas? Nö. So, Freunde. Ach ja, genau. Aber jetzt kann ich die Freunde der Sonne hier oben abschießen. So. Pfeile. Danke. Jawohl. Du da oben. Bam. Eins. Zwei. Drei. Okay, die treffen nicht. Aha. So, sonst noch irgendwelche hier? Da oben vielleicht? Was ich nicht sehe? Okay, ich glaube, jetzt können wir erstmal in Ruhe hier entlang. So, hier können wir noch nichts machen. So, aber hier können wir was machen. Und zwar einmal. Ich bin ein recht sicherer Schütze eigentlich. So, so ist es ja nicht. Ich stelle mich halt nur manchmal so ein bisschen an, wisst ihr? Aha. So. Hab ich da oben eben was gesehen? Nee. Doch. Da drüben sind sie. So. Alles klar. Komm und kling. Sehr schön. So. Ja, haben wir schon gesehen. Und hier oben ist noch eine Kiste, die wollen wir natürlich haben. So. Sehr schön. Oh, ich habe schon gedacht, ich ziel fünfmal daneben. So. Ich würde allerdings gerne darüber zur Kiste, ne? Wie komme ich denn darüber? Erstmal kurz hier runter. So. Bevor wir hier jetzt weitergehen, ich will erst zu dieser Kiste kommen. Wie kommen wir da hin? Ach, die steht da hinten, oder was? Nee. Da steht doch keine Kiste. Aber hier haben wir nochmal Pfeile. Das ist nice. Zu spät hier sehen. Scheiße. Sonst hätte ich sie fangen können. So. Wie kommen wir da hoch? Hm.
Oder ist die da unten im Wasser? Nee, die ist da oben. So, jetzt geht's nach unten. Jetzt geht's wieder nach oben. Dann geht's hier rüber. Ah komm, wir gehen einfach weiter erstmal. Ich komme noch irgendwie an die Kiste ran. Irgendwie komme ich noch an die Kiste ran. So. La 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 la. Ich habe euch doch schon gehört. Kann es sein, dass ihr da unten drunter steht? Nee. Okay. Autsch. Einfach weiter, komm. So. Watz. Watz. Und. Da unten haben wir auch noch drei. Sehr schön. Hm? Das war's. Alles klar. Richtig nice. Das war's noch nicht. Ne? Was? Alles klar. So. Und nun mal wieder. Badge. Nein. Badge. Nein. Und was? Und was? Und was? Und Batsch. Und Bamsen. Und du auch noch. Das war so die letzte Instanz gerade. Alles klar. Und da sehen wir es, jedes Schloss sieht anders aus und ist dem Schlüssel angepasst bei den Dungeons. Das finde ich echt cool gemacht eigentlich. Aber jetzt gibt's den großen, großen, großen Kampf. Und ich glaube mich dran zu erinnern, dass es schwierig war. Okay. Flammende Bestie, Flammatron. Autsch. Autsch. Oh, komm schon. Einmal. Ah, okay, okay, okay. Ich weiß echt nicht mehr, wie der funktioniert. Brauche ich dafür den, Nee. Nein! Ach, scheiße, komm! Wie ging der nochmal? Muss ich ihn jetzt löschen? Ach nee, halt! Ich muss die Kette festhalten! Ich muss die Kette festhalten! Zu spät, zu spät, zu spät! So, was? Und die Kette festhalten. Komm schon! Greifen.
Ach ja, genau. Und das finde ich so geil, wie sich hier die Musik einfach ändert. Und warts, 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 warts! So. Ich bin nicht zu Hause. Moment, Leute, ich bin nicht zu Hause. So. Alles klar. Weiter. Ich hab's klingeln gehört, Leute, keine Sorge. Aber ich bin nicht zu Hause, jetzt einfach mal. So, komm schon. Wo ist die Kette? Ja. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ausziehen. So. Watz, 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 watz. Eine Runde noch. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie er funktioniert, ne? Wenn ich ehrlich bin. Sehr schön. Na komm. Greifen. Ich denke mal, das war's dann auch gleich. Komm, komm, komm. Halt sich straff. Jawohl, jawohl. Und ich denke mal, er fällt jetzt ein letztes Mal. So. Und zack, zack, zack. Gut gemacht. Jetzt hast du schon zwei Schattenkristalle. Ja, ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Zanto. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreichs. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Zanto niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihren Verbündeten regiert wird. Nichts, dass ich ihr etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? So. Erstmal hier den Herzcontainer mitnehmen. So, und dann gucken wir mal hier. Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Sagt er jetzt noch was anderes? Mein Kopf tut so weh, ich kann mich an gar nichts erinnern. Okay. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo. Spiel speichern. Jo. So, wir speichern hier. Ja, komm. Yay. Auserwählter Link. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Ranel behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Hm.
Link. Was ist mit Ilia? Du musst Ilia retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilia und dich vor Augen hatte, Link. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Du erinnerst dich doch noch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Ich möchte einmal so werden wie du, Link. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilia retten. Sei beruhigt. Ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen geben, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Und an der Stelle werden wir jetzt erstmal diesen Part beenden. Der ging jetzt auch schon lange genug. Ich sag tschö, ciao, euer Mr. Night Fox.